Willkommen zurück zu The Evil Within, immer noch in die Werkzeuge des Meisters. Fehlt uns nur noch ein kleines Stückchen, um das Kapitel zu beenden. Und ja, darum werden wir uns jetzt mal kümmern. Ich habe gespeichert. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas laden kann oder erstellen kann, auch wenn ich das irgendwie ständig manchmal wiederhole, aber es ist egal. Nein, ich kann nichts herstellen. Das ist schade. Da bleibt uns nur noch ein Blendbolzen und sowas. Ich glaube, Punkte hatten wir auch gar nicht mehr, die wir irgendwie verteilen können, oder? Ich glaube, das hatten wir zuletzt alles gemacht. 1200. Nee, brauche ich gar nicht gucken. Dann gehen wir wieder zurück durch den Spiegel. Und lassen uns überraschen, was hier auf uns wartet. Die melodische Musik wird uns hinausführen. Und ich glaube, ich muss da runter, so wie es aussieht. Das ist schade. Das mache ich nicht gerne. Hier ist auch gar nichts mehr. Irgendwo hier sind wir, glaube ich, durchgekommen. Aus dem Nirgendwo. Ja, gut. Dann wollen wir mal in das unheimliche Loch. Was soll ich sonst machen? Okay. Oh, das Monster. Oh, das Monster kommt. Wo ist das Monster? Monsterchen! Wenn das Monsterchen hier ist, was ist dann? Kann ich hier wieder zurück? Bestimmt nicht. Irgendein Schrank kippt hier wahrscheinlich um und dann habe ich Pech. Ja, dann immer mit. Ich stelle mich schon mal aufs Sterben ein. Ich weiß, es ist so eher so eine pessimistische Denkweise. Ja, nachdem ich das alles hinter mir habe, sollte und könnte mich eigentlich gar nichts mehr schocken. Wird es aber. Ich habe mir schon gedacht, dass das Monster hier bestimmt kommt. Habe ich alles eingesammelt? Ich glaube schon. Ja, dann geht's weiter durch den komischen, gruseligen Schacht. Okay. Nee, ist klar. Anstatt, dass er dann da rausgeht, wo... Ich meine, hier könnte er doch auch locker rauskriechen. Dann hat er das Ding nicht im Nacken. Warum macht er das nicht? Selbst wenn ich die Geduck-Taste loslasse, er könnte doch lieber da rausgehen, wo nichts ist. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War klar. Hallo. Oh, ich habe Angst. Lauf. Ja, er kommt. Ich wusste es. Verdammt. Lauf. Nein. Ja, und jetzt? Und jetzt? Oh Gott, steh auf. Kerl, steh auf. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Soll ich gegen ihn kämpfen oder was? Wah! Wo ist er denn? Lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Nimm's. Nein, 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 nein. Lass mich. Geh da weg. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Geh da weg. Da ist ne... Okay. Hier sind überall Sprenggeschichten eigentlich, die ziemlich gut wären. Okay. Ja. Geh da rein. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Okay. Ich brauche unbedingt mal hier die Geschichte. Und ich könnte Harpunen herstellen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist. Stell her. Kannst du noch was herstellen? Nein. Okay. Dann nehmen wir gleich mal
Explosiv, würde ich sagen. Und Granate. Fuck. Fuck, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh Mann, ich will aber nicht sterben. Ist klar, oder? Okay. Ja, ist schön. Okay. Da war noch Glibber. Eigentlich. Kannst du das mal irgendwie nehmen hier? Lauf! Okay, nimm's mit. Okay. Da ist auch noch was, nimm's mit. Okay, dann nicht. Im Moment habe ich gerade so ein bisschen Ruhe. Was mache ich jetzt? Gott. Scharfschützengewehr ist halt immer so blöd, aber hat halt auch ordentlich Wumms. Ich glaube, ich mach's mal erstmal hier mit der Geschichte. Kommt er? Wo ist er? Da. Shit. Oh, 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 oh. Gut. Scheiße, scheiße. Bleib in der Ecke stehen, Alter. Lauf. Raus aus der Ecke. Das ist scheiße hier. Echt scheiße. Oh Mann. Ich will... jetzt bin ich doch gestorben. Was war jetzt hier los? Irgendwie hat das hier alles so komisch gebrannt und irgendwie Giftgas und keine Ahnung. Das war alles so neblig. Hieß das jetzt erst kurz vorm Sterben oder... Was? Oh, schön daneben. Okay. Ja, ja, schön. Die mache ich gleich mal nach unten. Ja, toll, hey. Ja, toll. Geh weg da. Oh, ey. Lauf. Mann, ey. Der ist mir gerade so dicht auf den Fersen. Lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Geh wieder in diesen komischen Raum. Nimm das hier noch mit. Okay, kannst du nicht. Ja, nimm... Nimm. So, nimm das auch. Geh ins Menü. Da die Granate hast du schon verballert. Dann pack das Scharfschützengewehr da wieder hin. Und dann stellen wir wieder Bolzen her. Jawohl. Das war auch schön.
Ja. Er weiß, wir sind hier drinne. Egal. Okay, scheiße. Okay, okay, okay. Dann bleibe ich. Darf ich nicht zu lange da drinne bleiben oder so? Ja. Arsch. Ist mir egal. Nimm's mit hier. Toll, jetzt ist hier dieses Zeugs noch. Wo ist er? Da. Geh da weg. Nimm das mit. Sehr schön. Und lauf wieder zurück in diesen komischen Raum. Oh, jetzt kann schon wieder nicht laufen. Lauf, 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 lauf. Okay. Okay. Wie wär's mal mit weggehen? Ja, ja, ja. Hab's schon kapiert. Du bist sauer und so. Da ist der Raum. Oh, ich habe ihn aber erwischt. Ich habe ihn noch einmal erwischt. Er holt mich wieder raus. Okay, cool. Er kommt. Oh, ich muss auf die Dinger schießen. Scheiße. Mann, jetzt hat er mich wieder gekillt. Oh, Manno. Fuck it. Was mache ich falsch? Ich muss irgendwie auf diese blöden Tonnen schießen, die ihn besser zum Explodieren bringen. Ich denke mir halt, die Taktik ist schon mal gar nicht so blöd. Lauf. Uah. Okay. Ja, ja, ja. Schön. Ja, da hat er mich. Ich weiß nicht, in dem Raum ist blöd, aber auf der anderen Seite, komm, schieß einfach irgendwie auf diese blöden Tonnen. Nee, das war kacke. Kannst du die irgendwie umstoßen? Stoß sie um, Mann. Ja, klasse. Ich weiß nicht, wie ich diese doofen Tonnen hinkrieg. Kannst du mal eine Granate nochmal werfen? Echt, die rocken gerade mehr. oder Explosion oder so. Mann! Jetzt holt er mich wieder raus. Ja, geil. Ja, schön. Er ist sauer. Da ist der Glipper. Geh wieder auf die andere Seite. Hol dir den Glipper. Ah, noch mehr Zeugs. Ich habe noch nicht genug Power auf ihn gehabt irgendwie. Stoß die Kackdinger um, echt. Ja, danke. Aua, tut weh. Nimm eine Spritze. Dann geh da weg. Ich würde mich gern verstecken. Oh
Weiß nicht wie. Tschüssi! Weg da! Kannst du mal hier lang gehen? Shit. Nimm's mit. Krieg das mit den... Ja, aua. Oh oh. Kannst du irgendwie mal noch was nehmen? Jetzt ist er irgendwie noch gefährlicher oder so. Nein! Mann! Ich weiß nicht, was sie machen soll. Ich habe keine Bolzen, ich habe nichts außer Schrotflinten-Scheiße. Und ich habe noch die blöden Tonnen. Ja, ich werde mal kurz einen Cut machen und mir nochmal irgendwie ein Video angucken, wie ich den am besten klein kriege. So, weil, gut, die 2, 3 Granaten, alles einsammeln, was halt geht, aber mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder, hab in ein Let's Play reingeguckt bei Gronkh tatsächlich. Das war sehr amüsant und hat mir ein wenig weitergeholfen. Und zwar in dem Sinne, dass ich anscheinend auch viel zu schnell immer loslaufe, weil ich gar nicht denke, dass der... mich, weil ich halt immer denke, der sieht mich. Aber der sieht einen gar nicht unbedingt hier, weil er weiß gar nicht, dass wir da sind. Und das ist ziemlich gut, weil dann zieht er nämlich gleich ab und wir können, weggehen. Irgendwo hin. So. So, der weiß nicht, dass wir da sind. Dann können wir in den Raum, wenn er weggeht. Am besten haus mal ab. Ich warte einfach mal. Jetzt hau doch mal ab. Geh nach hinten in die Ecke. Hau ab. So, der geht. Dann gehen wir natürlich auch. So. Das war schon mal anders vorgegangen als vorher. Weil jetzt kann man hier in Ruhe Sachen einsammeln. Wie zum Beispiel den Glibber. Und das vielleicht noch nicht, aber... Ja, da hat man schon mal dann es anders gemacht als vorher. Ich weiß nicht, wo er ist. Man kann auch unter Autos kriechen, das weiß ich jetzt auch. Wo ist er denn? Das war jetzt Raum Nummer 1. Vielleicht können wir uns irgendwie taktisch so zurechtschleichen. Leider kann ich noch nichts, oder doch? Doch, ich kann schon mal was herstellen, das ist gut. Explosiv ist nämlich sehr wichtig. Ja... Kommt der auch nochmal zurück oder nicht so Bock? Oh, oh, oh. Jetzt hat er uns gesehen, oder? Weiß er jetzt, ich bin hier? Ah. Hab ein bisschen Schiss, dass er hier direkt vor der Tür steht. Oh, er steht auch direkt vor der Tür. Mhm. So, jetzt schießen wir mal auf ihn. Ah.
Wo ist er denn? So, laufen wir schnell weg. Halala, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Oh oh, oh oh. Ja, das war klar. Jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns. Lauf. Lauf, lauf, lauf. So, und wir können runter, unters Auto. Das machen wir doch glatt mal. Du weißt gar nicht, wo wir sind. Du weißt gar nicht, wo wir sind. Gruseliges Ding. Da ist sein Auge. Das Auge ist irgendwie voll wichtig. Und immer wenn es lila wird, glaube ich, müssen wir das Auge irgendwie töten oder so. Also killen. Aber es ihn komplett killt, weiß ich nicht. Aber ohne das Auge wären wir auf jeden Fall besser dran. Okay, weg ist das Auge. Wo läuft er lang? Das ist gut. Bleibt er da stehen? Nein, er geht um die Ecke. Okay, geh, geh, lauf, 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 lauf. Lauf da rein, das ist gut. Nimm das alles mit hier. Das brauchen wir. Wie sieht's aus jetzt mit Granaten? Das hätte ich dann doch ganz gerne mal. Und ich wechsle mal Scharfschütze nach oben. Okay, da kommt er. Er weiß aber nicht, dass wir hier sind. Können wir irgendwas herstellen? Und vielleicht sollte ich mal eine Spritze in der Zeit nehmen. Wie sieht's aus mit... Ja, können wir hier... Ich will aber gerne explosiv eigentlich lieber. Aber das ist auch okay. Besser als nix. Können wir vielleicht mal das Vieh irgendwie... Okay, er haut ab. Oh. Das war jetzt blöd. Dann geh lieber wieder in den Raum. Schade, dass ich nicht irgendwie eine Falle oder irgendwas schon mal herstellen kann. Okay, er kommt wieder. Denn? Da. Shit. Komm mal ruhig zurück. Schade, dass ich die Granate verschwendet habe. Ja. Okay. Ich warte einfach mal hier in der Hoffnung, dass hier die... dass er nicht so nah rankommt.
Irgendwie müssen auch alle Köpfe, glaube ich, sterben oder so. Mach mal deine Lampe aus. Geh mal hier wieder runter. Ich glaube, hinter der Mauer bleiben ist gar nicht so schlecht. Ich werde trotzdem an der Stelle mal einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within, Leute. Gib mir viel Glück. Bis dann.